Ihr seht an meinem breiten Grinsen, es geht los. Es wird gezockt. Oh je, oh je. Wo ist der Käfig? Jetzt muss ich mich mal ganz kurz ein bisschen zurechtrücken und gucken, dass wir hier die PlayStation... lass mal gucken. Ja, was spielen wir heute? Wir spielen heute Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Was für ein Titel, ne? Du musst ja auch nicht japanisch aussprechen. Kein Deutscher macht das so. Naruto Shippuden. Ultimate Ninja Storm. Ja, genau. Ja, den spielen wir ein bisschen rein. Es gibt, ich kann ja vielleicht vorab ein bisschen was zum Game sagen. Es ist nicht Baller-Game. Es ist ein Klopp-Spiel, also es ist halt ein Fighting-Game. Und es hat allerdings auch einen Story-Modus, den wir aber nicht zeigen werden. Wir werden einfach gegeneinander antreten und uns gegenseitig vermöbeln. Das ist viel witziger. Und ich habe keine Erfahrung in dem Spiel. Das macht nichts. In den Proben hat er mich voll verkloppt. Das war nur eine Probe. Du hast es schon ein paar Tage gehabt. Ich weiß, aber du ballerst, du machst einfach nur so einfach alles drücken. Ihr werdet alles es gleich sehen. Schlimm ist das. Ja, und da wollen wir also auf jeden Fall ein, zwei Matches spielen, ne? Mal gucken, wie es wird. Ja. Ich kann nachher noch mal ein bisschen was zum Game sagen, aber lass uns mal schauen. Ach so, du hast den ersten Controller. Dann nimm du den ersten. Gib mir mal her. Genau. Zack. So. Ich hoffe, ihr seht gleich, was bei uns auf dem Bildschirm zu sehen ist. Wir müssen uns erst ein paar Charaktere... Ah, jetzt seht ihr es. Okay. Es muss erst laden. Versus Duell. Ich hatte ursprünglich natürlich zu Hause ganz viele Charaktere freigeschaltet. Aber die haben wir hier leider nicht, weil wir eine andere PlayStation benutzen. Buhu, die ganze Mühe war umsonst. Dabei habe ich so richtig geile Charaktere ausgesucht gehabt. Oh Gott. Ich habe natürlich auch nicht so viel mit denen experimentiert. Aber ihr seht auch schon, es sind noch viele Slots frei mit Charakteren, die noch alle freigespielt werden können. Ja. Also in erster Linie ist ja auch, also die anderen 1 und 2 von dieser Serie habe ich noch nicht gespielt, Ja. Aber ich habe so das Gefühl gekriegt, dass sich revolutionär nichts sonderlich geändert hat, aber eben mehr Charaktere zur Verfügung stehen, soweit ich weiß, und der Story-Modus halt auch ziemlich gut. Also der ist sehr schön. Also die Cinematics zwischendrin sind echt klasse. Die Optik sah echt schon cool aus. Ja. Ja. Ich glaube, du musst noch zwei weitere wählen, ne? Was? Muss ich noch? Achso, jetzt hab ich schon. Okay. Also jetzt hast du es. Ja, such dir, obwohl, ich muss das machen. Ja. Wo wollen wir hin? Das vierte unten. Naruto-Brücke. Vierte unten, was? Na, eins runter. Eins runter? So, das? Ja, machen wir das. Ja. Okay, machen wir das. Wasserfall. Okay. Irgendwas. Cool. Sind das drei Runden? Ist nur eine, ne? Ist nur eine. Oh, hätte ich einstellen müssen. Mach mal ein anderes Battle. Ich weiß gar nicht, wie es einzustellen geht. Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. Ja. Das ist ja nur erstmal so ein kleiner Einblick für euch. Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem. Und jetzt geht's wieder los hier. Okay, ich muss mich. Okay. Ja, ich mach ja Oh mein Gott, du machst einfach irgendwas, wa? Von wegen. Ja. Hast du mich geschlagen? Oh, was war das denn? Ach komm jetzt, ich hab doch gerade. Was geht denn da ab? Ich sehe gar nicht, wo ich bin. Achso, da bin ich. Ich weiß auch gar nicht, was ich hier mache. Gut, dann schönen Sand. Gara. Ja, hier meine Tsunade. Ja, wie geht das? Was mache ich hier? Ich weiß gar nicht, welche Taste man alles drücken kann. Ich hätte mir vielleicht vorher die Anleitung durchlesen sollen. Ja, bin ich schlecht gewesen. No. Alter! Ja, mich krieg's nicht. Ja, guck, oh nein! Ah, jetzt haben wir auch hier. Oh ja. Mist, ich hasse diesen Move. Ich finde den Kuchen auch, wie aggressiv die ist, die Frau. Die ist ziemlich cool. Also die Charaktere sind auf jeden Fall cool. Also die Moves sind auch sehr geil in Szene gesetzt. Blöden. Das Einzige, was echt nervt, ist, dass man... Also... Was mache ich hier? Ich weiß es nicht, aber du tust mir weh. Ich weiß auch die ganze Zeit echt nicht, wie man überhaupt Charaktere herbeiruft und alles Mögliche. Keine Ahnung. Du machst einfach drauf los. Ich drück einfach hier die 4 Tasten oder die 8, 9, die es gibt. Ja, guck hier, mein Gott, ne? Oh Mann, Rock Lee, du Blöder. Was? Weg. Nichts gegen Rock Lee? Ich hab immer was gegen Leute, die mir was wollen hier. Guck mal, du hast auch deine...
Nein! Nicht blamiert, nicht blamiert. Yes! Können wir nicht mal die Probe vorspielen? Nein, das geht mal gar nicht. Ich hab doch so einen Brustbonus gehabt mit der Zunade. Brustbonus? Ja. Hey, okay, wenn jetzt nicht sexistisch, vielleicht ja. Vielleicht ist auch das Problem gewesen, sie war gar nicht mehr bewegungsfähig. Vielleicht. Okay, einen, glaube ich, spielen wir noch, ne? Also noch eins, ja. Oh Gott, ich bin so schlecht. Also ich muss ganz ehrlich gestehen, jetzt kommen die ganzen Titel. Ich gerade eben, was war ich denn gerade eben? Du hast S. S? du hast jedes Spezial hingekriegt. Ja, stimmt. Da kann shit. Nee, nicht wiederholen. Oh, nein. Ich habe wiederholen geklickt. Halt, wir machen nochmal zurück zur Charakterauswahl. Lass uns ein paar andere Charaktere aussuchen, ja, damit man auch, damit die Zuschauer natürlich auch sehen können, was da sonst noch an geilen Moves vielleicht sind. Also wenn man die schafft. Ich habe aber echt so einen coolen Move in den Proben hinbekommen, aber. Okay. Also ich spiele mal den Naruto, einfach weil. Wir haben auch bestimmt nochmal dann, nach der Sendung ist geplant, noch so ein Let's Play zu machen. Warte, wo bin ich denn jetzt? Habe ich nur zwei? Achso, nee, Quatsch, da bin ich. Mach mal den hier, Yamato. Und dann. Na? Nehme ich noch. Hä, warum kann ich die? Da. Ah ja, gut, dann machen wir. Ausgeglichen. So. Ja, ich habe Naruto, Sakura und Kakashi. Okay. Jetzt such du dir eins aus. Ich such mir was Grünes raus hier. Trainingsplatz. Da war voll die gelbe Wiese gerade gewesen. Tja, Pech. Ich bin halt mit dem. Naja, okay, Sasuke fehlt, aber so ein bisschen dem Ursprungsteam hier. Hast du drei Stück? Wie, hast du nur einen gewählt? Ach man, deswegen mache ich das vielleicht die ganze Zeit falsch. Tja. Okay, egal. Hauptsache, ich kann weglaufen. Also ich glaube, mit Naruto kann ich aber besser umgehen, einfach weil ich den. Was war das denn? Weil ich den so oft weil ja, natürlich im Spiel, im Story-Modus spiele ich natürlich ständig Naruto, weil er den Story bestimmt. Hallo? Sorry. Ja, ist klar, ne? Wir haben voll Erfahrung. Ja, ich muss. Was sammelst du jetzt hier für Energie? Ah, so Mist, shit. Ah, das war auch schon mal ganz gut. Ah, so kacke. Wie auch immer ich das gemacht habe. das ist gemein. Dabei habe ich. Da habe ich gerade auch meinen. Was machst du? Das mache ich. Nein! Alle Kamehameha oder was? Ja. Kamehameha, also wirklich. Falsche Serie. Alter. Was fällt dir ein? Das auch können. Wie geht das? Warum kann ich meinen Charakter nicht mehr rufen? da ist ein Zeitlimit drauf, deswegen. Ach so, okay. Ah, das habe ich auch irgendwie hab ich grad gemacht. Das war doch schon mal ganz cool. So, wie auch immer das gemacht wurde. Also, du leuchtest, das gefällt mir nicht. Ich weiß eigentlich, ich mit dem Leuchten machen. Hallo? Nein, guck mal, ich habe da so ein cooles Ding gemacht, das hat mich nicht getroffen. Ja, ich gehe auch absichtlich aus dem Weg ständig. Ah! Ich will ja nicht getroffen werden, weißt du? So zufällig. Ich weiß gar nicht, wie man hier überhaupt Energie sammelt oder was auch immer man macht. Achso, das ist Dreieck. Hätte ich dir vielleicht nicht sagen dürfen. Ja. Okay. Nein! Mach doch irgendwas! Oh nein! Nein, nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Oh nee, wir sind auf dem Gleichstand jetzt. Na, oh nein! Gleichstand jetzt, du gewinnst jetzt! Nein! Das fand ich nämlich gar nicht lustig. Guck jetzt wieder diese. Oh Gott, nein! Oh, du bist. Yeah! So nein, noch nicht! Doch, jetzt. Oh. Gleichstand. Guck, so toll ist die Mikrofon auch wieder nicht trotz ihrer Frau. Okay, du hast. Ja, gut, wir haben jetzt Gleichstand. Okay, ich glaube, man hat einen ziemlich guten Einblick gekriegt. Ja. Aber wie gesagt, es gibt auch ein Let's Play dazu dann. Ja, wir machen also nachher, nach der Sendung weiter. Ja, vielleicht spielt Nana auch mitspielen. Genau, vielleicht spielt sogar Nana mit und dann machen wir richtig Turnier oder sowas.